In 5 Jahren sehe ich mich ja, auf jeden Fall bei einem Job, der mir Spaß macht und den ich bis dahin erfolgreich weitergemacht habe und erste Erfolge einfahren konnte. Kinderplanung ist bis dahin noch nicht auf dem Schirm, da ich erstmal in meinem Job Fuß fassen möchte und auch für das Studium, in das ich jetzt investiert habe, ja, genug wieder rausgeholt habe. In 5 Jahren sehe ich mich noch im Berufsleben, aber auch schon, vielleicht auch schon als Hausfrau und Mutter. Ja, schon verheiratet auf jeden Fall und die Kinder könnten dann so langsam kommen. In 5 Jahren sehe ich mich auf jeden Fall in einem Job, der mir Spaß macht und ja, der mich, ja, das war es eigentlich schon. Ich sehe mich in 5 Jahren auf jeden Fall fest im Beruf und eventuell verheiratet und vielleicht auch schon mit einem Kind. In 5 Jahren würde ich mich in einem Job sehen, der mich glücklich macht, in meiner eigenen Wohnung, die ich mir so entsprechend mit dem Geld, das ich habe, einrichten kann, wie mir das gefällt, und einfach gefestigt im Leben, so dass ich weiß, wo mein Geld herkommt und dass mir das gefällt, was ich tue. Das wäre für mich so das Wichtigste. In 5 Jahren lebe ich in einer super coolen Großstadt in Deutschland und arbeite da in einer kleinen, aber ziemlich aufgeschlossenen, innovativen PR-Agentur. Kinder oder Karriere, auf jeden Fall beides. Für Männer geht das ja sowieso auf jeden Fall beides klar, finde ich. Und ich möchte nicht so ein alter Papa werden, also könnte ich mir schon mit Anfang 30 vorstellen. Also so in 5, 6 Jahren, ja, würde schon passen. Also ich glaube, man muss sich gar nicht unbedingt zwischen Kinder oder Karriere entscheiden. Es geht auch beides, aber ich würde auf jeden Fall meine Karriere ein bisschen zurückschrauben, um Kinder zu haben. Und los. Karriere oder Kinder ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, beides eigentlich, weil ich finde nicht, dass die Kinder der Karriere im Weg stehen sollten, aber umgekehrt genauso, dass die Karriere den Kindern halt auch einfach nicht im Weg stehen sollte. Also ich würde sagen, so die nächsten 5 Jahre Karriere und dann mal gucken, schon Kinder, aber da muss ich halt auch erst einen Mann verwenden. Also ich finde, es sollte keine typische Rollenverteilung mehr geben, so nach dem Motto Frau an den Herd und Mann schafft das Geld quasi dann, sondern ich finde, dass auch Frauen vor allem auch in Führungspositionen eben da sein sollten, frei nach dem Motto, wer was kann, der sollte so weit nach oben kommen wie möglich. Ja. Also ich denke, dass die Frau eher zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst. Ich würde mir aber natürlich auch wünschen, dass mein Mann oder mein Freund mich dabei unterstützen, aber dass er schon in erster Linie auch das Geld nach Hause bringt. Dafür schöpfe ich ja vorher so meine Karriere aus und meine Möglichkeiten. Ich sehe das eigentlich eher ziemlich klassisch, dass die Frau zu Hause bleibt und die Kinder betreut, vielleicht auch Teilzeit arbeiten geht. Ich glaube, da gibt es im Moment oder generell viele Angebote, dass man beides machen kann. Ich würde aber es trotzdem befürworten, dass der Mann sich auch zum Beispiel Elternzeit nimmt und die Frau in den ersten Jahren von den Kindern, wenn die groß werden, unterstützt. Typische Rollenverteilung finde ich schwierig, weil ich glaube, dass durch das Aufbrechen der Gesellschaft und der Genderrollen gibt es das eigentlich gar nicht mehr so. Also ich kenne genug Paare in meinem Freundeskreis, die auch schon zusammen wohnen müssen und so ist, dass der Mann kocht, wenn die Frau abends nach Hause kommt von einem langen Tag. Ich kenne aber genauso Pärchen, wo diese klassische Rollenverteilung noch ist, wo sie dann halt viel kocht und so. Also ich glaube, das ist schwierig in der heutigen Zeit, da noch eine klare Verteilung zu sehen. Also ich sehe die Rollenverteilung total aufgebrochen, weil ich finde das ganz schlimm, wenn man das so strikt hält, dass die Frau in der Küche steht und der Mann arbeiten geht. Da habe ich keine Lust drauf. Das soll bei mir alles ganz ausgewogen sein. Also ich habe keine Angst, mich von einem Mann abhängig zu machen. Das würde ich so nie wollen. Ich würde immer gucken, dass ich in der Lage bin, mein eigenes Geld zu verdienen und mich selbst oder meine Kinder zu versorgen. Und dementsprechend habe ich da keine Angst vor. Also ich hätte keine Angst, mich von einem Mann abhängig zu machen, aber ich würde es nicht wollen. Also ich würde immer schauen, dass ich selber leben könnte und auch selber an meine Rentenversicherung denke oder meine Zukunft und meine Krankenversicherung und dass ich selber unabhängig bin. Nein, habe ich nicht, weil ich weiß, dass ich das nie tun würde.